Konnichiwa, hallo, zurück bei Shadow Tactics, Aikos Choice, dem Addon zu Shadow Tactics. 5 Jahre später erschienen, aber kein bisschen nachgelassen in der Qualität. So gefällt mir das. Das kennt man sonst nur von irgendwelchen, keine Ahnung, Spellforce 2 Addons, die 10 Jahre nach dem eigentlichen Spiel erschienen sind oder sowas. Ich erinnere mich da dunkel. Ja, ich bin Dennis und wir spielen die nächste Mission heute. Wir fahren nach Hanagakuin zur Geheimbasis der Assassinen, zu denen auch Aiko, also einer unserer Hauptcharakterinnen, gehört. Denn da erwarten wir, ihre alte Lehrmeisterin zu treffen. This is it, huh? Gotta say, I'm not impressed so far. Patience, Hayato-san. There is more to this little shrine than meets the eye. It's a puzzle, isn't it? There is a poem Lady Chiyo was fond of saying. We all had to learn it by heart. Bird of the vast sky, cat below walks through the plains. All bow to the frog. What a curious little haiku. Let us hope I remembered it right. The key to Hanagakuen is hidden within. Ein schwieriges Rätsel. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn zuerst der Vogel fliegt, dann müssen wir zuerst den Kranich anklicken. Bird. Bird. Dann kommt Cat. Die Katze und am Ende der Frosch. Wow. The door has opened. Shall we enter? Ich sag mal, es war ungefähr so kompliziert wie der Da Vinci Code. So. Kein Spoiler an dieser Stelle, aber es ist nicht so kompliziert, der Da Vinci Code. Also das Codewort, das da am Ende dabei rauskommt. Right. Wollt ihr es wissen? Schreibt es in die Kommentare. Oh Gott. Ich habe gerade die neue Folge, Internetfolge von John Oliver gesehen. Auf YouTube und ja, könnt ihr ja mal reinschauen. That was quite the unusual entrance. Only a small taste of things to come, I assure you. Now we must navigate the forest path until we reach the front gate. Aha, high walls, fortified gates. That is more what I expected. Judging from that entrance, I bet very little here is what you'd expect. The main gate will be closed. We cannot enter that way. Instead, let us utilize the many hidden parts of Hanagakuen. Statues like these will reveal secret passageways. That's a nett idea. That one will take us inside. How strangely familiar. Once we are in, we will advance through the layers of Hanagakuen until we reach the inner sanctum. As I hoped, Lady Chiyo is moving between different classes, teaching her new disciples. All right. So, how do we go about this? As we discussed, I will enter the inner sanctum alone. Since Lady Chiyo will be guarded by samurai, I plan to lay a trap for her at one of her classes. At the temple shrine, I can fill the incense bowl with explosive powder. Ah, yes! She lights up a prayer stick and kaboom! Genial. Aber erstmal hinkommen, ne? Alternatively, the theater stage can be trapped with poison gas. Klingt auch gut. As smoke emerges from the demon's face, so too will the poison. Tja, was machen wir? Explosion oder Giftgas? Ich lasse es ja gerne explodieren, aber I will need your assistance for the poison gas. There should be an alchemy table in the living quarters. Oh, ist ganz schön groß die Map, oder? Wow. The explosive powder we can pick up from the storage area. Both will lie on the path to the inner sanctum. I believe I follow so far. Anything else? One more thing. If I wish to blend in as a disciple, I will need a disguise. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Da kann sie sich freier bewegen. I can either find a priestess outfit at the temple. Oder?
look for stage clothes in the living quarters. Either one will be fine for entering the inner sanctum. Okay. Aber müssen wir ja erstmal reinkommen. Das ist jetzt eine größere Aufgabe, glaube ich. These are our options. May we choose wisely now. Let us find out if our skills are a match for my old sensei. Ich sag mal, das sollte kein Problem sein. Wir sind schließlich ziemlich awesome und wir dürfen alle unsere 5 Charaktere benutzen. Ich sehe da überhaupt keine Probleme, ehrlich gesagt, auf uns zukommen. So. Also, ja, wir sollen eindringen. Wir sollen vor allen Dingen gucken auf die Map. Uiuiui. Es gibt Fallen, okay. Wie funktionieren die denn? Darf ich das mal kurz ermitteln? Quiet. Wollte ich gar nicht. I don't understand. What killed him? It's those damn traps everywhere. Watch your step. Oh, huh? Not bad. Every young disciple learns which paths to walk here and which to avoid. Those who do not learn fast are not here for long. Also hier ist so eine Pfeilfalle sozusagen. Ist die Frage, kommt er da jetzt hin? Ich liebe es. Die Fallen sind ja der Hammer. Also ich meine, da ist ja nun wirklich selbst ein Samurai nicht immun gegen Pfeile im Körper. Wer hätte das gedacht? So, also hier kommt man hoch. Wir halten uns jetzt hier nicht lange auf mit irgendwie diesen Anfangsleuten. Wir müssen eigentlich... okay, guck, dann müssen wir nur hier einmal nach oben. Hier hinten lang. Dann können wir hier runterhüpfen. Zack. Und dann können wir ihn zumindest schon mal erledigen. Und dann können wir seine Kollegen auch erledigen. So. Saubere Hände, schmutzige Tricks. Schönes Achievement. Ja gut, also hier wollten die Entwickler uns nur beibringen, dass es ganz einfach sein kann, wenn man nur möchte. No noise. Man muss sich nicht lange aufhalten. Wir rasen hier einmal durch. Das ist doch gar kein Problem. Finde ich aber tatsächlich ganz witzig, dass sie jetzt noch so, ich sag mal, neue Funktionen, es ist jetzt auch nicht weltbewegend, ne? So eine kleine Umgebungsfalle gibt's ja. Umgebungsfallen gibt's ja bei Shadow Tactics und auch bei Desperados 3 en masse, aber dass sie das jetzt öfter machen hier irgendwie und man damit ja auch arbeiten kann und so und die so ein bisschen nutzen kann. Mehr als als zusätzliches Tool, was man sozusagen hat. Und nicht einfach nur, es gibt an der einen Stelle diese eine Wand, die umkippen kann. Hier gibt es halt überall so eine Fallen. Und das finde ich eigentlich echt ganz nett gemacht. So, das Ding ist jetzt aber, hier wird es schon ein bisschen interessanter, weil hier haben wir patrouillierende Leute. Hier haben wir einen Typen, der die ganze Zeit hinguckt. Hier haben wir einen Samurai. Den könnte man sicherlich zuerst erledigen. Müsste man nur mal schauen, ob wir da irgendwie hinkommen zu dem. I'm going in. Look at that gate. I'd rather climb the wall or find another way in. Do you see the bird statue next to the bushes? It will open the secret entrance for us. Okay, das geht so nicht. Ich muss dann schneller abhauen. Aber grundsätzlich... Au, okay. Es geht sowieso so nicht, weil die in dem Moment gerade hingucken. Dann müssen wir kurz warten, bis die zurücklaufen und sich dann vielleicht wieder umdrehen. Dann können wir sie alle vier mit einem Schlag erledigen. Das wäre doch mal fein, oder? Ja, die kommen ja hier langgelaufen und drehen mir ja dabei auch den Rücken zu. Das können wir doch nutzen, oder? So. Und zwar... Nein! Nein, nein, nein! Mist! Nein! Das gibt's doch nicht. Okay, also eher so, wenn sie hier sind. Dann warte ich noch ein bisschen länger.
Ich will sie ja beide erledigen. Das ist ja sonst auch doof. Und dann haben wir nur noch den Typen hier vorne, den können wir ja dann eigentlich. Together we are strong. Here. Silence. Fertig. Fertig machen. I'm ready. No noise. So. Red leaves and the snow. Dann können wir den erledigen. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch 5 Leute mit Umweltsachen hier erledigen. Dann kriege ich da auch noch ein Achievement. Mit Umweltfallen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, die Leute hier alle noch wegzuschaffen. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es mir jetzt noch irgendwas bringt. Aber ich bin halt so ein ordentlicher Typ. Ich räume halt gerne auf. Naja, ich weiß, ich habe schon zu viele Leute liegen lassen. Aber wir können ja wenigstens mal hier so vor dem Haupttor ein bisschen aufräumen. Das sieht ja auch nicht aus. Wo kommen wir denn da hin? Wenn hier einer vor die Tür tritt und sieht da einfach 5 Leichen liegen, das ist vielleicht auch nicht so schön. Okay, egal. Weiter geht's. Das ist ja bisher tatsächlich hier smooth sailing, wie der Amerikaner sagen würde. Wir fahren über sehr sanft wogende Gewässer. Hier gibt es tatsächlich keine ernsten Probleme bislang. Bis hier hinten eine Tür aufgehen. Sehr schön. Und dann gehen wir rein in die gute Stube. Und landen in einem Gemüsegarten. We are now at the Shuriken Range. Some of the walls here have hidden doorways. I doubt the guards were told about them. Okay, also die Wachen wissen davon nichts. Das ist ja grundsätzlich schon mal sehr, sehr schön. Okay, jetzt müssen wir hier aber erstmal irgendwie rauskommen. Das Ding ist, also der guckt hier rüber, den könnten wir vielleicht irgendwie ablenken. Der hier wird nicht beobachtet, nur von dem hier. So, das heißt, das ist der Erste, der dran glauben muss. Dann gehen wir mal hier nach oben. Hoppa. Gucken mal, dass wir vielleicht mit ihr in die Nähe kommen, um ihn abzulenken. Und... Always ready. Hallo, gehen wir ein bisschen runter hier. Runde. So. Dann schauen wir doch mal, ob das klappt. Ihr seht rechts, was ich vorhab. So, und dann bewegen wir uns mit ihm hier rüber. So, genau. Also sie hat ihn hier geblendet. Und jetzt bricht hier diese Beobachtungskette zusammen. Das können wir nämlich dann eigentlich gleich nochmal machen mit dem Blenden. Dann können wir auch den patrouillierenden Dödel hier erledigen. Blades ready. So. No noise. Das war falsches Timing. Ich muss das andersrum natürlich machen. Ach nee, jetzt. Quiet. I hate it. Ninjutsu. Ich muss ihn ja zuerst blenden und dann das machen. Ja. So. Leg dich hin. I am always prepared a remedy for subtlety. So, müssen wir leider noch eine Runde abwarten. Diesmal speichere ich aber. Ich muss erstmal wieder reinkommen hier. Dieses Nicht-Speichern, das ist immer meine größte Krankheit bei dieser Art Spiele. Weil man es nicht mehr gewohnt ist. Heutzutage ist das ja alles immer mit Autospeichern. Speicherpunkten und sonst was. Und irgendwie ist man es nicht mehr gewohnt, ständig auf Autospeichern zu hämmern. Schnellspeichern zu hämmern. Aber das muss man natürlich machen bei dieser Art Spiele. Da gibt es überhaupt kein Vertun. So. Wird der hier von irgendwem gesehen? Ja, von dem hier vorne. Natürlich. Okay, also wir haben hier 3 Leute. Na gut, aber würde ich das jetzt einfach nochmal genauso machen. Ich glaube, das sollte kein Problem sein, oder? Ich muss eigentlich ja nur über den... Dann kann ich von oben auf ihn runterhüpfen. Blades ready. Ich glaube, das sollte klappen. So. Also der wundert sich überhaupt nicht, dass irgendwas in der Luft liegt hier. Schon 3-mal hintereinander Niespulver in der Nase gehabt. Merkt er gar nicht. Der ist Heuschnupfenallergiker und das passiert ihm häufiger, dass er...
so ein bisschen niesen muss. Move like water. So, jetzt kann ich den ja eigentlich hier auch noch damit erledigen. So, und jetzt speichern wir aber mal, weil ich nicht genau weiß, ich habe es nämlich noch nicht beobachtet, wo die hier hingucken und wo die langlaufen. Guckt hier noch irgendjemand? Der Samurai, der guckt da lang. Der sieht aber den Typen auch nicht. So, und die Patrouille hier, die läuft da lang und guckt dann da mal kurz hin, aber jetzt sollte das vorbei sein. Und du ziehst den mal hier rüber und dann haben wir das nämlich auch. So, so Freunde, jetzt könnt ihr nämlich hier auch mal dazukommen. Sehr schön. Mal hier in den Busch rein. Und dann sind wir hier schon mal eingedrungen ins Hauptgebiet. So, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen orientieren. Also wir brauchen eine Verkleidung für Aiko und wir brauchen ein Tötungsinstrument für Aiko. Also für Lady Chiyo letztlich, aber Aiko möchte es benutzen. So, und jetzt schauen wir doch mal. Also hier in dem Vorplatz gibt es jetzt erstmal noch keine so große Auswahl, wo wir lang müssen. Wir können hier außen lang gehen irgendwie. Hier kommen wir über die Dächer, da können wir sicherlich lang. Hier ist das Explosivzeug. Wo war denn jetzt das Gift? Hier ist das Gift hier oben. Ich finde ja das Gift eigentlich ein bisschen interessanter, vor allem wenn wir dann hier hochgekommen sind, dann könnten wir hier das Gift holen und dann uns hier gleich weiter bewegen und versuchen hier die Verkleidung zu besorgen. Von der Priesterin da. Oder was das war? Ne, hier, das war nicht die Priesterin, das war irgendwie die, naja, die behandelnde Ärztin. Keine Ahnung, die Pflegerin. Hier oben ist dann das Inner Sanctum, das innere Heiligtum. Das ist aber gar nicht interessant für uns. Wir müssen ja dann, wenn wir das Gift holen, hier die Lady Chiyo, die sich hier gerade verkrümelt, vergast, müssen wir da vergasen. Genau. Wie genau wir das jetzt allerdings machen, mal schauen. Also wir müssen halt den Samurai ablenken, ne? Weil der guckt da ja einfach genau hin. Nicht so einfach. Gut, also hier drüben wäre ansonsten noch das Priesterinnengewand, aber die ist auch gut bewacht. Hier sind auch vier Leute direkt neben ihr und zwei Patrouillierende. Und hier ist auch noch ein Samurai, der sie anguckt. Also ich glaube, das ist auch nicht einfacher. Ich würde sagen, wir gehen den Weg Gift, Gas und Priesterin hier vorne. Ja? Gut. Na dann schauen wir doch mal, was wir jetzt hier so machen können. Also die Samurai da, die gucken so ein bisschen doof. Vielleicht können wir... Wir müssen jetzt hier rüber, würde ich sagen. Oder hier durch oder so. Es gibt ja verschiedene Wege. Aber irgendeinen Weg müssen wir gehen. Und ich würde sagen, der Weg hier gefällt mir ehrlich gesagt ein bisschen besser. Hier außen lang. Gehen wir lieber außen rum als durch die Mitte. Die Frage ist, kriegen wir irgendwie die Kollegen hier... Hier irgendwo hin so weit abgelenkt, dass die Bock haben, mal ein bisschen Sake zu siffeln. Irgendwo hier hat er doch hingeguckt. Beim Umdrehen, da laufen die doch hier einmal lang. Und wenn wir die Patrouillengruppe hier erledigen könnten, wäre das auf jeden Fall schon einiges wert. Durch die Tür, da kommen wir auf jeden Fall nicht. Da sind zwei Samurai. Das ist viel zu aufwendig, die gleichzeitig irgendwie zu erledigen. Okay. Also das war nichts. Ups. Hä? Jetzt hat er es doch irgendwie gesehen. Na gut, dann müssen wir ja eigentlich nur den Sake irgendwie hier hinlegen, weil hier war doch was, oder? Ansonsten könnten wir auch mit Yuki sie anlocken, wenn das nicht funktioniert. Die kann ja flöteln. Der kommt dann nicht hin. Ah, der Strohhut geht dann nicht mit, ne? Der geht auch nicht zum Sake, das heißt, den kriegen wir so gar nicht. Hätte ich jetzt vermutet. Sei denn, die gehen als Gruppe dann da gemeinsam hin. Yes, this is good. Okay. Das hat nicht funktioniert mit dem Sake. Ich tröte mal. Mal gucken, ob da irgendjemand dann kommt. Nee, der Strohhut zieht die dann wieder mit. Ach, scheiße. Das ist ja ärgerlich.
Wie weit gucken denn die Samurai hier? Die gucken bis hier hinten. Das heißt, die sehen das schon auch, wenn hier hinten denen irgendwas passiert. Nee, tun sie nicht. Ja. Ja, dann ist es ja ganz einfach. Also, wenn der gar nicht so eine weite Sicht hat. Ach, guck mal, hier hätte ich auch durchgehen können. Okay. Interessant, interessant. Ist durch die Tür geworfen. Direkt in den Busch dahinter. Okay. Sehr gut. Na gut, dann haben wir die Patrouille erledigt. Das war tatsächlich deutlich einfacher, als ich vermutet hatte. Das Problem war leichter zu lösen. Dann machen wir an der Stelle jetzt eine kleine Pause und bewegen uns beim nächsten Mal weiter Richtung Giftmischertisch und Verkleidung für Aiko. Da müssen wir hier außen lang durch diesen kompletten Weg hier gehen. Das wird schwierig genug werden. Aber wir haben ja noch unter anderem auch Takuma. Der hat 3 Schuss in seinem Scharfschützengewehr. Damit können wir sicherlich auch mal gucken, ob wir vielleicht hier so einen Strohhut erledigen oder so. So eine Ausgucke. Dafür ist er ja irgendwie am geeignetsten. Naja, wollen wir mal sehen beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.